Hallo, heute beginnt hier wieder die Sitzungswoche im Landtag. Letzte Plenarwoche vor der parlamentarischen Sommerpause. Das ist übrigens gemein. In Plenarwochen ist immer schönes Wetter. Das vorläufige Sitzungsende ist für Donnerstag 23 Uhr vorgesehen. Bis dahin haben wir aber noch einige heiße Eisen auf der Tagesordnung. Nach der Regierungserklärung von Justizminister Roman Poseck bringt mein Kollege Florian Schneider einen Gesetzentwurf der SPD für ein E-Government-Booster-Gesetz ein. Danach bin ich dran. Völlig ohne Not will das Wirtschaftsministerium die Ausbildungsordnung für staatlich bestellte Vermessungsingenieure ändern. In einer Anhörung waren alle Fachleute dagegen und die Branche läuft Sturm. Das ist wirklich ein Beitrag zur Politikverdrossenheit. Heute Abend habe ich dann noch einen sehr schönen Termin, den Rheingauer Dialog mit den Spitzen des hessischen Handwerks. Mit im Gepäck habe ich unseren Antrag Meister kostenfrei. Den hatte Schwarz-Grün zwar vor einem Jahr abgelehnt, jetzt fordert es aber die CDU im Wahlkampf. Also bringen wir unseren Antrag noch einmal ein. Mal sehen, ob sie wieder dagegen stimmen. Es sollte aber jeder wissen, wer die Urheberschaft für diese Idee hatte. Am Mittwoch wird es sicherlich turbulent, wenn der Abschlussbericht für den Untersuchungsausschuss zum Mord an Dr. Walter Lübcke diskutiert wird. Es ist wirklich peinlich, wie sich die CDU weigert, Lehren aus dem Geschehen zu ziehen. Extra einen eigenen Abschlussbericht, damit man nicht über die Versäumnisse der Regierung sprechen muss. Und am Donnerstag reden wir noch über eines meiner Herzensthemen, die Tariftreue. Der DGB hat gerade eine Studie vorgestellt, dass Tarifbindungen in Hessen immer weiter abnehmen. Nur noch die Hälfte aller Beschäftigten und 21% aller hessischen Betriebe haben einen Tarifvertrag. Und ein wirksames Tariftreuegesetz haben wir auch nicht. Schaut einfach mal rein in den Livestream und ansonsten wünsche ich euch schöne Ferien.